Hallo und herzlich willkommen zum heutigen ZFF Daily. Heute zeigen wir euch, warum Arnold Schwarzenegger den Golden Icon Award verdient hat und wie Marko Škop, slowakischer Dokumentarfilmer, seinen ersten fiktionalen Spielfilm gemacht hat. Die Studenten des Studienganges Cast Audiovisuelle Medien an der Zürcher Hochschule der Künste bringen uns jeden Tag die Highlights vom 11. Zurich Film Festival. Und wir zeigen euch jetzt mal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Ich habe den slowakischen Regisseur und Produzenten Marko Škop getroffen, der bereits 2008 als Dokumentarfilmer hier am Zürich Filmfestival zu Gast war. Dieses Jahr ist er mit seinem ersten Spielfilm Eva Nova am Start. Es handelt sich um eine ehemals erfolgreiche Schauspielerin und die Versöhnung mit ihrem Sohn. Ahoj. Los, Mr. Dobre, môžeš tu ostať. Keď zaplatíš 20 eur nám. What I wanted to say with this film is that we should make conscious decisions in our lives. Because what I see around me, that people are many times following their ambitions, money, lust, careers, whatever. And they are not thinking that their decisions made at that momentum have a big influence and consequences to the people who surround them. And on the first place, it's their families. Emilia Vacharjova, die die Hauptrolle in Eva Nova spielt, ist eine osteuropäische Filmlegende und gilt als First Lady des slowakischen Theaters. Mit einer ganz anderen Filmlegende geht es hier bei uns nun weiter. Das ZFF verleiht Arnold Schwarzenegger den Golden Icon Award. Die Auszeichnung wird als Anerkennung für Arnis Lebenswerk verliehen. Verdientermaßen? Wir haben uns den Terminator und sein außergewöhnliches Leben mal unter die Lupe genommen. Keine andere Person hat mehr Berufstitel als Schwarzenegger. Schauspieler, Modell, Produzent, Regisseur, Aktivist, Unternehmer, Investor, Autor, Philanthrop, professioneller Bodybuilder und Politiker. Arnis Karriere als Bodybuilder begann mit 14 Jahren. Bald schon nannte man ihn the most perfectly developed man in the history of the world. In den 80ern und 90ern wurde Arnie in den USA der ultimative Actionheld. In nur 30 Filmen erschoss er über 500 Bösewichte. Als Gouverneur von Kalifornien setzte er sich ein für saubere Energie, die Wirtschaft, benachteiligte Kinder oder die Special Olympics. Alles schön und gut, aber reicht das schon für einen Preis für sein Lebenswerk? Of course, I'm a Terminator. Der Terminator wird höchstpersönlich hier in Zürich morgen über den grünen Teppich gehen und seinen Award in Empfang nehmen. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei, wenn es heißt ZFF Daily. Und wir freuen uns wie immer über jeden Daumen hoch. Macht's gut, ciao zusammen.